Und da sind wir wieder. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ist für mich ja erst 2-3 Sekunden her. Für euch ist mittlerweile ein Tag vergangen und ich freue mich, dass wir heute unsere Schafe mit Nahrung, in dem Fall Gras, versorgen können, in der Hoffnung, denn wir müssen erstmal schauen, ob hier unser guter New Holland an unser frisch gekauftes Lely-Schneidwerk passt. Jawohl, sehr schön. Das sieht doch gut aus. Was haben wir denn hier gleich für Optionen? Aufklappen, zuklappen und einschalten. Okay, wir gehen mal kurz in die Außenansicht. Da sehen wir unsere frisch geschärften Messerchen. Wunderbar. Okay, ihr habt recht, optisch passt das natürlich nicht ganz so an unseren kleinen New Holland ran, aber was wir haben, haben wir. Und jetzt geht's zurück, denn wir haben natürlich noch nicht das entsprechende Anhängsel hinten dran. Ihr seht es, uns fehlt der Ladewagen. Also schnell zurück. Und dann geht's auch schon los. Moment. Ganz kurz. Haben wir denn... Tja. Jetzt wisst ihr natürlich, warum ich noch keinen Ladewagen habe. Oh mein Gott. Ich meine natürlich, jetzt wisst ihr, warum ich unser Stroh noch nicht vom Feld geholt habe. Wir haben noch gar keinen Ladewagen. Wie peinlich ist das denn bitte? Okay, also, wir müssen auf jeden Fall einen Ladewagen organisieren. Wo haben wir den denn? Ladewagen. Ich finde schon wieder die Sachen nicht. Ihr habt es bestimmt auf Anhieb gefunden und ich mache mich jetzt hier wieder voll zum Trottel da. Och nein. 31.000 und 31.000. Aber das ist ja der gute Mengele, wo wir auch dann noch die Ersatzteile dafür brauchen. Ich weiß nicht, ob das am Anfang vielleicht ein bisschen zu heavy ist für uns. 31.000. Ich mach's anders. Wir holen nochmal Geld. Ob das jetzt schön ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Einmal kaufen bitte. Ja. Okay. Also schön meine ich jetzt mit dem Kredit und so weiter und so fort. Da das auch für mich hier das erste Mal spielen ist und ich jetzt nicht weiß, wie sich das Ganze mit der Kohle verhält, wie schnell man hier zu Geld kommt und so weiter und so fort. Und ich euch ja, wie gesagt, halt, Moment. Gutste wollen wir natürlich nicht wegrasieren. Und wie wir hier schnell zu Geld kommen, das ist halt alles ein bisschen anders als beim LS15. Und ich gehe auch mal stark davon aus, dass ihr vielleicht auch ein, ja, wie nennen wir das Ganze, höhere, schon mehr Erfahrung habt als ich, denn ich komme ja momentan nur zum Spielen hier, wenn ich auch mal aufnehme. Moment. Ich würde sagen, wir machen hier einfach mal eine kleine Wiese. Wir schauen uns das einfach mal an. Den Ladewagen kennen wir ja noch, da kann man nicht viel kaputt machen. Achso, klar, wir müssen es erst ausklappen. Jetzt können wir es einschalten. Schönes Geräusch und jetzt fahren wir einfach mal los und sammeln hier unser Gras ein. Ja, passt. Ich
denke mal, allzu viel Gras werden jetzt unsere Schafe noch nicht brauchen. Wer weiß. Ich nehme erstmal 2000. Wir können ja gegebenenfalls bei unseren Schafen auch noch mal ein bisschen Gras mähen. Kann man hier doppelt mähen? Nein. Okay. Reicht für den Anfang. Wie kommen wir jetzt am schnellsten zu unseren Schafen? Indem wir einfach hier der Straße folgen. Sehr schön. Ich hoffe, das reicht dann aus. Werden wir allerdings gleich sehen. Kein Thema. Das soll ja kein Hindernis für uns sein. Ich muss noch mit der Minimap spielen, da ich die Karte noch nicht so ganz intus habe. Intus haben, okay, das kann man auch wieder mal falsch verstehen, aber egal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt hier unsere Schafe schon mal in Betrieb genommen haben. In Betrieb nehme ich. Habe wieder aber auch wieder eine Wortwahl. Ah, kommt kein Zug? Nein. Okay. Ja, vielleicht kommt der Zug auch von der anderen Seite. Jetzt sind wir aber drüber. Und von daher egal. Ich mag das auch total, wie wir hier in unserem Fahrerhaus durch die Kante geschüttelt werden. Das ist richtig toll. Wir sind halt nicht mehr nur so fixiert. Und los geht's. Wir kippen gleich aus. Ich denke mal, das kommt hier rein. Einmal auskippen. Ah ja, okay. Das sieht ganz danach aus, dass hier noch etwas reinpasst. Aber kein Thema, wir fahren jetzt einfach mal hier weiter. Und werden noch ein bisschen Gras mähen. Ich denke mal, hier an der Seite wird sich genügend Gras finden. Genau hier einfach. Ich will ja nicht das Feld. Ich will einfach nur hier sammeln. Sehr schön. Und nochmal zurück. Oh, da kämpft unser kleiner New Holland. Er ist ja okay. 2000 haben wir nochmal drin. Wir fahren zurück. Ja, und dann hoffen wir, dass es reicht. Für 6 Tage. Für unsere kleinen Mollknäule hier. Ich meine, die haben ja auch noch genug selber Gras. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Und da sind sie auch schon am Futtertrog. Oh. Gott sei Dank. Die haben es nicht mitbekommen. Okay, mehr scheint jetzt hier nicht rauszufallen. Nee. Mehr passt nicht rein. Ach, und es läuft immer noch. Halt. Ja, ich bin aber drin. Also.
Okay, jetzt haben wir die Meldung bekommen. Macht nichts. Wir haben hier genügend drin. Dann öffnen wir mal das Menü. Vielleicht wird ja schon was angezeigt. Da war's. Sehr schön. Also, wir haben alles voll. Ich denke mal, das wird sich dann zu gegebener Zeit einspielen. Und wir haben unsere guten Schweine, wollte ich schon sagen, Schafe versorgt. Und da passen noch eine ganze Menge drauf hier. Unser Helfer ist fertig. Helfer C. Das lassen wir hier stehen. Er ist es nicht. Aber er hier. Das heißt, wir haben... Warum bin ich hier drin? Da sind wir. Wir haben 12 gegrubbert. Halt, Quatsch. Gepflügt ist, braucht man nicht. Genau, alles perfekt. 14 ist gleich fertig. Gedüngt ist auch schon. Ich mach das mal hier aus. Es ist gepflügt, genau. Gegrubbert wird es gerade. Dann kann jetzt hier eigentlich die nächste Schicht drauf vom Dünger. Okay. Den fangen wir mal gleich hier an. Ich will noch das Stroh aufsammeln. Das machen wir so. Dann haben wir nicht ihn hier, er hier. Okay, das lasse ich mal hier oben. In der Hoffnung, dass keiner drüber fährt. So, und jetzt ist die Frage, wo kriege ich denn das Gras am besten hin? Schauen wir mal. Damit fahren wir jetzt auf jeden Fall erstmal zurück. Vielleicht können wir das Gras auch direkt hier drüben bei unseren Schweinen reinkippen. Die brauchen ja auch Gras. Dann bin ich erstmal das Gras hier los. Okay, müssen wir lang nach links. Und jetzt hier hoch. Natürlich mal wieder voll alles mitgenommen hier. Oh, oh. Komm, das schaffst du schon. Sehr schön. Falsch gefahren. Einmal verfahren mit Ram. Dafür geht es jetzt hier wieder bergab. Komm, den Schwung nehmen wir doch gleich mit hier. Sehr schön.
Und hier haben wir unsere Schweinezucht, so wie das ausschaut, genau. Können wir denn hier das Zeug abwerfen? Nee, mag er nicht. Dann müssen wir einmal rumfahren. Okay, das ist Gülle hier. Können wir hier was abladen? Gras wird hier nicht angenommen. Dann hoffe ich mal, dass hier wieder Gras reinkommt. Gras wird hier auch nicht angenommen. Okay, habe ich mich denn so getäuscht? Hm. Schweine. Tatsächlich, die wollen kein Gras. Okay. Soll uns nicht weiter stören? Halt. Ich muss doch in die Richtung. Ich muss doch in die Richtung. Dann kippen wir das Gras einfach erstmal bei uns zu Hause ab. Und ich werde mir dann einfach mal so Gedanken machen, wo wir das Gras dann verscherbeln können. Beziehungsweise wir können es auch bei unseren Schafen ja, sag ich mal, zwischenlagern. Einfach dorthin kippen. Anstatt bei uns. Sind wir jetzt umsonst hierher gefahren? Ach je, naja. Halt. Das ist meine richtige Richtung. Okay. Und unsere Schafe waren jetzt hier oben. Aber das ist mir jetzt erstmal egal. Ich kipp das jetzt einfach hier hin. Wird schon keiner mitbekommen. Ah, das sehe ich wieder nicht, wie viel Platz wir hinten haben. Ungefähr hier hin. Ach hier ist aber ein ganz schön großer Haufen geworden hier. Okay. Denn nichtsdestotrotz können wir jetzt hier direkt loslegen und einsammeln. Ja. Okay. Das sollte man natürlich auch wieder zumachen. Ich wusste gar nicht, dass das aufbleibt. Aber interessant. Ich habe jetzt hier STRGI gedrückt, Steuerung I, damit man halt hier überall abkippen kann, was ja auch neu ist. Im LS17 und dann bleibt doch tatsächlich hier hinten die Klappe auf. Wer hätte das gedacht? Okay, klappt. Und auch hier will man das so machen. Das Stroh kippen wir dann einfach mal irgendwo hier hin, wo wir das erstmal zwischenlagern. Ein bisschen was. Eine Fuhre können wir ja auch schon zu unseren Kühen bringen. Wir haben zwar noch keine Kühe. Wir können uns vielleicht mal eins oder zwei Kühe holen. Ich weiß gar nicht, was die kosten. Aber ich glaube, das waren über 4000. Bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Ja. Egal. Wir machen jetzt erstmal hier unser Ladewagen voll und dann sehen wir weiter. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Schaltet, ich sag mal, morgen. Schaltet morgen wieder ein, wenn der Ram hier übers Feld fährt. Denn ich brauche eure Hilfe. Wir lernen LS17 spielen. Das heißt, spielen nicht, aber
Ich möchte ja ein Landwirt werden und ihr helft mir einfach dabei. Das ist so ein Deal, oder? Naja, wer weiß. Also, ich danke euch trotzdem auf jeden Fall ganz doll fürs Einschalten. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen wieder. In diesem Sinne, Dankeschön und auf Wiedersehen. Ciao und Baba.